Wir gehen gleich in den Garten. Ja, nein, ich war gestern schon im Garten. Wir haben gestern wieder was gemacht gemeinsam, Melody und ich. Und das zeige ich euch gleich, wie wir dort vorangekommen sind. Wir starten allerdings jetzt erst im Haus, weil ich so ein paar Kleinigkeiten noch im Kopf habe, die ich noch machen werde. Wir kommen noch mal zu diesen Tomaten, hier diesen Rispentomaten. Da werden wir einen kleinen Versuch starten, auch im Garten, um mal zu gucken, wie das läuft. Denn die letzten Jahre, letztes Jahr nicht, sondern die Jahre davor, hatten wir immer Selbstaussaaten von Tomaten. Bedingt dadurch, weil Tomaten runterfallen, in der Erde liegen bleiben und dementsprechend irgendwann anfangen zu keimen im Frühjahr. Und da wir den Fall jetzt nicht haben, keine runtergefallenen Tomaten, schmeißen wir einfach ein paar Tomaten ins Beet und gucken mal, was da entsteht. Ja, reimt sich so. Pass mal auf, jetzt kommen wir zu etwas ganz Schönem. Lieber Detlef, danke für deine inzwischen schon viele Jahre mit deinen hilfreichen Videos. Sie helfen nicht nur den Pflanzen besser wachsen zu lassen, sondern auch durch schwere Zeiten. Dieses Hobby tut der Seele einfach gut. Danke für deine wertvolle Arbeit am Beisamen vom bunten Glasperlenmais. Vielleicht magst du ihn nächstes Jahr bei dir im Herbst anbauen. Das Auspacken der bunten Kolben bei der Ernte macht Melody und dir bestimmt viel Spaß. Liebe Grüße, Jenny. Instagram, Traumspinnerei. Ja, das war von Weihnachten. Glaubst du nicht? Ist so. So, und jetzt haben wir ja nächstes Jahr in dem Prinzip. Und dann zeige ich euch das, wie das gleich aussieht. Die sind nämlich mega hübsch, muss ich sagen. Ja, richtig klasse. Die werden wir auf jeden Fall dieses Jahr anbauen. Um mal zu gucken, wie sie sich so entwickeln. Da können wir das auch gemeinsam im Garten begleiten. Haben so ein kleines bisschen was Neues in dem Sinne. So, Basilikum. Ja, okay. Wir kommen jetzt zu dem Schätzchen hier. Das ist ein Steckling gewesen, den wir bewurzelt haben. Das ging ratzfatz. Ich glaube, innerhalb von 2 Wochen war das Ding fertig. Haben wir eingepflanzt hier. Wir hatten letztens kräftig gedüngt, weil er Nährstoffmangel hatte bei 1000 Mikrosiemens. Und das werden wir heute wieder machen. Weil er immer noch nicht so richtig, ich meine, ist gut gewachsen, kräftig, große Blätter, optisch gesehen sieht es auch gut aus, muss ich ganz klar sagen. Aber er könnte noch ein bisschen grüner werden. Ne? Von daher gucken wir heute ganz genau, was Sache ist. Und in dem Zuge werden wir auch noch eins machen, was ganz wichtig ist. So, wir haben tatsächlich drin, 999 Mikrosiemens, okay. Aufgedüngt mit anorganischem Dünger. Dazu mal ganz kurz erwähnt. Ist alles ein bisschen irreführend. Es wird ja so gesagt oder gemacht, dass man organischen Dünger verwenden sollte, möglichst auch noch biologischen Dünger verwenden sollte. Ja, ganz klarer Fall, draußen drin auf keinen Fall. Jetzt ist aber irreführend, weil viele Menschen denken tatsächlich, Pflanzen leben von organischem Material. Das ist leider, oder besser gesagt, es ist definitiv nicht so. Denn die Pflanzen können damit gar nichts anfangen, sondern die Mikroorganismen, die setzen das Ganze um in anorganisches Material oder Bestandteile, Stoffe, Inhaltsstoffe, die die Pflanze mit Wasser dann aufnehmen kann und dementsprechend sich ernähren. Welche Stoffe dann da drin sind, kann man gar nicht wissen, so richtig. Ne? Von daher, das ganz kurz erwähnt. Also nicht, dass manche Leute denken, dass das, wenn man jetzt anorganische Dünger verwendet, also wie den Compo Complete zum Beispiel, dass das jetzt Gift wäre für Pflanzen und für die Menschen oder für Tiere. Dem ist nicht ganz so. Ich kann es aber auch nicht widerlegen und sagen, jetzt da ist nichts drin, was uns schadet. Da müsste uns mal jemand helfen, der biologisch in dem Sinne ein bisschen bewandter ist, weil da bin ich kein Fachmann für. Ich weiß nur, Pflanzen leben von anorganischem Material. Das sind auch die einzigen, ich sag's mal so, Lebewesen tatsächlich auch, die dazu in der Lage sind. Alle anderen schaffen das nicht, sondern nur Pflanzen. Die schaffen das aus anorganischen, das ist ja auch der Clou an der Sache, aus anorganischem Material oder Inhaltsstoffen, Stoffen in dem Sinne, organische Bestandteile aufzubauen. Ne? Laub, Blätter, Wurzeln, Äste, Stämme, alles Mögliche aus im Prinzip einzelnen kleinen Bestandteilen, die zusammengebaut werden, ne? Mithilfe von Licht und Wärme und so weiter und so fort. Das mal ganz kurz erklärt. Nicht, dass jemand denkt, wenn er jetzt mit anorganischem Dünger düngt, dass das schädlich wäre. Nein, es ist extra so konzipiert worden, damit die Pflanzen das sofort aufnehmen können und damit wachsen können. Aber wie gesagt, inwieweit man bei welchem Dünger welche Pflanzen dann essen kann in dem Sinne. Das kann ich nicht direkt sagen, auch nicht, ist halt so. Ne? Ich weiß es nicht direkt, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das also nicht schädlich ist. So, wir haben hier drin 480 Mikrosiemens. Also wir sehen, Basilikum ist eine Schluckeule. Die braucht unheimlich viele Nährstoffe. Und ihr könnt es jetzt mit organischen Bestandteilen gar nichts machen, also düngern in dem Sinne. Weil bis der umgewandelt wird, das dauert Ewigkeiten, bis dann ist die Pflanze schon alt. Also das bringt dann nicht wirklich was, das bringt nur im Garten was, im Haus. Definitiv gar nicht. So, ist auch kritisch zu sehen, in dem Sinne, weil man weiß nicht, wie viel dann dieser Dünger tatsächlich hinter abgibt, beziehungsweise die Organismen, die das umsetzen, wie viel die abgeben, ne, dass es vielleicht plötzlich viel zu viel ist oder vielleicht auch viel, viel zu wenig, ne, und so weiter und so fort. Von daher ist das so, wie es ist, ganz gut. So, okay, also wir haben jetzt zu wenig drin, immer noch, obwohl wir 1000 reingegossen haben. Ist aber okay, das belassen wir so, wir werden jetzt nicht noch mehr, wir werden aber Urgesteinsmittel tatsächlich heute hier drauf streuen.
Und das wird im Gießverfahren dann dementsprechend mit eingespült. Da sind wir auch nicht geizig hier, ne, weil bisher haben wir erlebt, dass das sehr gut läuft mit Urgesteinsmehl, tatsächlich auch im Haus, weil das ist auch anorganisch. Ne? Dann läuft das. Mineralisch ist das. So. Okay, das zum Einstieg war jetzt schon ein bisschen lang, ich weiß, aber so ist das. Wir gehen gleich in den Garten. Nein, ich war schon im Garten, aber wir gehen nachher nochmal in den Garten, weil ich möchte ja noch die Tomaten da in die Beete schmeißen. So, pH-Wert ist 6 tatsächlich hier, dass wir das schon mal mitnehmen können heute bei dem Langzeitprojekt. Das wollen wir nach Möglichkeit jeden Tag begleiten, um zu sehen, was passiert hier. Wir hatten ja gestern Holzkohle reingepackt, um den pH-Wert halt dementsprechend zu erhöhen. Und das hat soweit schon mal ganz gut funktioniert. Super, so, siehst du wohl. Jetzt zeige ich euch eben die Maiskolben. Und dann gucken wir uns das an, was ich gestern gefilmt habe. Gestern Spätnachmittag, allerdings ein bisschen ja, unprofessionell einfach drauf los, ne? Weil ich wollte euch einfach mal zeigen, was wir dann so gemacht haben. So, und dann gucken wir uns mal den wunderschönen Mais hier an. Das ist schon krass cool, ne? Der sieht so genial aus. Glasperlenmais. Oh, das, guck mal, da sind so schöne Farben drin. Das ist herrlich. Oh mein Gott. Bin mal gespannt, was da dann für Pflanzen rauskommen. Ich werde auch in den Hochbeeten. Nee, wenn ich es mache, zeige ich das, weil sonst erzähle ich jetzt was und dann komme ich plötzlich wieder auf andere Ideen. Von daher, aber einfach mal kurz gezeigt, wie wunderschön das aussieht. Viele, viele buntes Matis. Jetzt wollte ich gerade schon sagen, wie jeden Tag. Nun ja, ist ja erst der dritte oder vierte Tag, wo wir jetzt nachmittags gemeinsam was machen, nachdem wir drin alles fertig haben. Wir sind jetzt bei den Hochbeeten angekommen. Das Beet habe ich schon leer gemacht komplett. Ich zeige es euch etwas näher. Hier kann ich noch nicht alles leer machen. Warum, zeige ich dir gleich auch. Das Beet ist schon komplett leer. Hier hatten wir unsere Kartoffeln drin gehabt letztes Jahr. Und da habe ich die Erde jetzt nur ein bisschen aufgelockert, um sie zur Aussaat vorzubereiten. Hier brauchen wir dieses Jahr gar nichts dran machen. Diese beiden Beete, die müssen wir allerdings wieder bestücken mit Nährstoffen bzw. mit Humus bzw. Mist. Meerschweinchenmist bei uns. Das läuft richtig gut, muss ich sagen. Wir haben es, also verwenden wir das auch. Ne? Beet habe ich hier, Weg ein bisschen sauber gemacht schon mal. Zeige ich auch gleich genau, wie ich das gemacht habe. So ein bisschen was wenigstens, ne? Dass wir so langsam hier vorwärts kommen, damit wir, wenn es denn auch losgeht, die Beete wieder bestücken können mit Pflanzen. Was genau? Werden wir im Laufe der Zeit sehen, in diesem Jahr. So, und damit hallo und herzlich willkommen in unserem kleinen Paradies. So, dann gucken wir uns die Beete jetzt mal etwas genauer an. Ich werde auch keinen Cut oder Schnitt machen jetzt. Ich werde euch einfach hier oben mal runternehmen von der Kamera. Allerdings andere Einstellung machen, weil das jetzt gerade auf manuell steht. Das ist dann von der Belichtung her nicht immer so gut. Okay, mal gucken, wie wir das jetzt hinbekommen. Das Beet, wie gesagt, ist jetzt komplett leer. Und wir konnten noch Möhrchen ernten tatsächlich. Ja, siehst du wohl. Coole Sache, ne? Also die überleben Winter auf jeden Fall. Die Zwiebeln, die hier drin waren, haben es nicht überlebt. Interessanterweise, sonst die Jahre haben sie es immer überlebt. Ja, woran das lag? Es wurde plötzlich nochmal kalt. Und wir hatten es ja eigentlich den ganzen Winter gar nicht kalt gehabt. Und das haben die tatsächlich nicht gemocht. Dann gucken wir mal eben bei dem anderen Beet hier. Das habe ich soweit schon mal leer gemacht. Aber, jo, kaum zu glauben, ne? Das ist noch gefroren hier. Auf der Seite. Hier vorne ging es, da konnte ich buddeln. Ne? Aber hier, ne, geht nicht. Ist noch gefroren, mag man gar nicht glauben, obwohl es schon längere Zeit warm ist. So, was wollte ich hier gezeigt haben? Das war durch. Ne? Also wie gesagt, hier kommen Meerschweinchenmist rein und noch was anderes. Sehen wir dann, hier genau das Gleiche. Das muss wieder richtig gefüttert werden. Hier haben wir genug Futter drin, weil wir letztes Jahr, wie gesagt, Kartoffeln drin hatten. Und da hatten wir ordentlich Mist unten drunter gepackt. Und wir haben eine richtige, schöne, krümelige Struktur. Das ist das Schöne bei Kartoffeln. Ne? Wenn du Kartoffeln drin hattest, anschließend hast du ein richtig feines Saatbeet. Das ist so genial. Richtig klasse. So, das zu den Beeten. Hier kommt dann auch nichts mehr rein. Außer Urgesteinsmehl, ganz klarer Fall. Und da werden wir auch nicht geizen dieses Jahr mit. Definitiv nicht. So, Schnittlauch. Ja, wie gesagt, war ja noch mal kalt gewesen, aber er kommt dann tatsächlich jetzt auch. Hier muss ich allerdings noch mal den Löwenzahn mal wegziehen. Oh, Jesus Maria, ich sag's dir. Und hier müssen wir auch eigentlich komplett return. Das heißt also, alles raus, Mist unten rein und dann dementsprechend wieder bepflanzen. Beim Schnittlauch ist es kein Problem, den kannst du einfach rausziehen und dementsprechend wieder einpflanzen. Also das, da warte ich allerdings noch ein paar Tage mit, ne? Ich weiß ja nicht, ob es nochmal richtig kalt wird. So, das zu den Beeten, hier mache ich dann gleich weiter. Es kommt alles raus jetzt hier tatsächlich, denn auch die beiden Beete müssen komplett mit Mist neu bestückt werden dieses Jahr. Okay, die Sonne ist auch da. Hier sind wir auch ein kleines Stück weitergekommen. Das habe ich gestern noch mal fertig gemacht, grob schon mal. Brennnesseln vor allen Dingen raus, aber da werden noch mal welche nachkommen. Das ist halt, wenn du es wild wachsen lässt, dann kommen auch die Brennnesseln. Das ist ganz normal, ne? Das ist halt so. Ja, hier unser Mammutbäumchen. Im Moment, ja, ist noch Ruhephase. Noch sind die Knospen nicht offen. Mal gucken, wann sie damit weitergeht. Da machen wir dieses Jahr nichts, außer gießen und düngen. Bei der Rose habe ich jetzt schon mal angefangen, das Unkraut rauszuziehen. Und dazu soll allerdings gesagt sein, manchmal muss man die Erde mit rausziehen. Und dann sind die Wurzeln, so wie hier,
frei. Ne? Und ja, manchmal ist es einfach besser, aber wenn du es so wie da hinten verkrautet hast, du kriegst ja nicht alles einzeln rausgezogen. Ne? Da grabst du alles mit der Finger hier runter und dementsprechend wird wieder Erde aufgefüllt. Ist die einfachste Variante tatsächlich. Okay, ja, dazu. Na Mäuschen, alles gut? Hallo. Hallo. So, unsere Mistel nach wie vor macht sich wunderbar. Das ist so eine schicke Pflanze. Richtig krass. Warum wackelt denn die Kamera jetzt? Muss gerade mal gucken, ob hier irgendwas verstellt. Jo, Tatsache. Jetzt geht's wieder. Siehst du wohl. Kann auch mal passieren. Ja, Naschibirnen. Die stehen da hinten. Ich hole sie uns mal gleich ran hier. Wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Pass mal auf. Ich hole sie uns mal ran hier. Die beiden, das ist einmal unser, ja, wie soll man sagen, krummer Baum. Da drückt er sich jetzt voller Arbeit. Ne? Auch coole Sache. Jetzt kann ich filmen, kann sagen, ja, ich musste filmen, brauche ich nicht arbeiten. Was Bescheid? Nein, ich mache gleich weiter. Ja, das ist schon eine sehr interessante Geschichte mit dem Schätzchen hier. Geblüht haben sie bis jetzt noch nicht, beide noch nicht. Den hatten wir damals mal gedrahtet. Sieht ganz lustig aus. Ja, da wollen wir keinen richtigen Baum von machen, sondern irgendwas Gestalterisches in dem Sinne. Mal gucken. Ja, also allgemein gesagt zu den Naschibirnen. Wenn du sie zur Aussaat gebracht hast, du kannst sie tatsächlich das erste Jahr gleich draußen lassen und auch weiter draußen lassen. Also die überleben tatsächlich jeden Winter. Die haben es jetzt alles mitgemacht. Die stehen bei uns wirklich ganzjährig draußen. Vom Sämling bis zur, ja, bis zum Baum. Fertig vielleicht noch nicht unbedingt, aber immerhin doch schon. Jetzt kriegen wir den wahrscheinlich nicht ganz drauf hier. Aber das ist schon mal eine richtig große Klamotte, weil ich den halt auch habe wachsen lassen. Das kriegst du sogar nicht ganz drauf. Hier, guck mal. Stell mal hier einen Moment, Melody, bitte. Gleich. So, kann man den jetzt besser sehen? In etwa, ne? Da geht da oben noch weiter. Das ist schon eine richtig große Klamotte. Allerdings müssen wir den auch mal ein bisschen umgestalten in dem Sinne, dass wir nicht so viel Wirrwarr an Ästen haben. Denn von Natur aus wachsen doch sehr stark sich, muss ich sagen. Ne? Also nicht so schön gerade nach oben, sondern ja, wie im Busch, kannst du bald sagen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, geblüht haben sie noch nicht. Schade eigentlich. Ich kriege ihn jetzt nicht ganz drauf hier. Sag dir, du. Verrückt, wa? Mal auf, machen wir das jetzt. Wie machen wir das jetzt? So, nehme ich einfach mal die Kamera wieder in die Hand. Ich mache jetzt keinen Schnippschnapp. Gleich, Melody, warte bitte einen Moment, ja? Danke. So. Oh, ich sage es dir. Kind, mach da hinten sauber. Und die hat voll die Ruhe dabei weg. Das ist so klasse. Ja, vielleicht kann man jetzt einigermaßen erkennen. Also der ist schon genauso groß wie ich, also 1,80 Meter. Und wie gesagt, also die sind so unempfindlich. Halt, wann sie das erste Mal blühen oder so, kann ich noch nicht sagen, weil sie noch nicht gemacht haben. Stämmchen haben wir schon richtig schickes. Von daher müssen wir mal dieses Jahr abwarten, ob da dementsprechend mal eine Blütenknospe bei rumkommt vielleicht. Hatte ich ja letztes Jahr schon gedacht, ne? War dann aber nicht so. Naja, okay. Wir werden auf jeden Fall sehen, wie es damit weitergeht. Toll machst du das. Ja, schön. Siehst du wohl. Haben wir eine neue Gärtnerin. Ganz kurz hier zu unserer Kastanie. Das ist auch ein Projekt für euch. Richtig klasse. Pass mal auf, ich hole uns mal. Oder kriegen wir das so hin? Warte mal. Ich glaube, das kriegen wir so hin. Wir sehen, das ist sehr schön verzweigt hier oben. Ne? Kleine Stämmchen. Und wir handhaben das so, dass wenn die Knospen hier aufgehen, also anschwellen, dick werden im Frühling, ne? Dann brechen wir die Spitzen alle raus hier. Die ganzen Spitzen und dann werden die Seitentriebe angeregt zu wachsen und somit erhält man dann eine schöne, kompakte Krone. Das mal kurz so nebenbei, ob man das mit den Wurzeln so macht oder nicht, ist eine andere Sache. Muss man nicht, kann man machen. Auf jeden Fall richtig cool, dass das so einfach ist, Kastanien sich also auch auf dem Balkon oder auf der Terrasse oder wie immer, ja, wachsen zu lassen. Okay. Ich so, also ein paar Kleinigkeiten, kann ich gar nicht ans Display gucken, die Sonne ist so tief. Ein paar Kleinigkeiten kann ich euch noch zeigen, und zwar ist das hier ein Löwenzahn. Und guckt ihr mal diese lange Wurzel an, das ist schon ziemlich heavy, obwohl wir hier Lehmboden haben. Wir haben damals einen Lehmboden, wer sich daran erinnert, mit ganz viel Sand, aus dem Sandkasten auch, der hat ein paar übrig dafür, gemischt. Und da seitdem ist hier also beim Lehmboden richtig tiefgründig alles
Ja, locker. Bis unten hin. So, ich wollte eben zeigen, wie ich den hier raushole. Ich heb den einfach mal hoch hier. Packe ich mir den, rüttel und schüttel den ein bisschen und ziehe vorsichtig nach oben und zack, bumm, kriegst du den auch zwischen dem Schnittloch tatsächlich raus. Ist schon heavy. Ne? Was die also für Wurzeln machen, mag man gar nicht glauben, aber ist so. So, und dann drückt man den einfach wieder an hier. Bisschen Erde wieder dran und dann ist gut. Vorne auch mal noch was drin. Drücken wir das auch mal ein bisschen an hier. So, einmal beherzt reingreifen und dann ziehen wir die Wurzeln hier von dem Löwenzahn raus. So, die Erde ein bisschen dran, andrücken wieder. Und gegebenenfalls, wenn der Boden zu trocken sein sollte, kann man nochmal angießen, aber jetzt ist es eh noch feucht genug, also von daher ist das soweit okay. Aber ist schon krass, ne? Was die für Wurzeln machen, das ist schon Wahnsinn. Vor allem, dass man die auch so einfach rausbekommt. So, siehst du wohl, haben wir den Löwenzahn auch zwischen dem Schnittlauch weg. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann lockern wir das Beet schon mal auf. Den Bereich lassen wir jetzt noch hier soweit. Wie gesagt, das müssen wir umpflanzen, bevor wir hier tatsächlich neuen Mist reinpacken. Aber wir können jetzt schon mal hier den Boden lockern. Wobei der also nach wie vor richtig locker ist. Ne? Das ist schon richtig klasse. Hier sieht man auch teilweise noch Sand. Das hat sich also wirklich gelohnt, die Arbeit. Es war heftig viel Arbeit. Das war schon, ja, wie viel haben wir eigentlich reingepackt? Weiß das noch einer? Ich glaube, ein Drittel ungefähr an Sandboden. Ungefähr, ne? So, siehst du wohl. Ach, das geht auch einfacher als gedacht. Brauchst du nicht mal richtig viel Kraft für. Einfach locker reindrücken im Boden, gut ist. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen Luft wieder mit drin. Dann ist hinter alles einfacher, wenn wir anfangen tatsächlich zu arbeiten hier. Wenn man so ein bisschen jeden Tag macht, ne, ist das doch besser. So, siehst du wohl. Siehst auch noch Sandboden bei hier. Also das lohnt sich wirklich. Das ist schon krass. So. Okay, da haben wir das schon mal locker hier. Wir sind draußen zur Mittagszeit, ausnahmsweise mal. Oh, das ist so schön. Viel schöner als abends, ist auch viel wärmer. So, das heißt spät nachmittags uns eigentlich, ne? Aber manchmal geht das eben nicht anders. Man kann sich das ja nicht aussuchen. Am Wochenende ist das aber dann doch schon möglich. Ganz kurz hier unseren Forsythien-Bonsai gezeigt. Macht sich wirklich prächtig, fängt bald an zu blühen. Das heißt, er ist ja schon dabei, aber die Knospen, Blütenknospen zu öffnen, das ist so herrlich, jedes Jahr aufs Neue anzusehen. Ist mit einer der allerschönsten Blütenbonsai, definitiv allgemein jetzt vor Südzien. Die Lerche, ja, die schießt jetzt auch los. Da müssen jetzt unbedingt die Tage dran gehen, definitiv, weil wenn sie zu weit rausgewachsen ist, dann ist das nicht mehr möglich. Von daher müssen wir schon gucken, ob wir da langsam mit anfangen. So, dann schwenken wir mal kurz rüber und gehen einmal kurz hier zu unserem Moor. Ist nämlich sehr interessant, was hier los ist. Die Bienen sind draußen und 1, 2, 3 sind sie hier im Moor. Ist schon der Hammer, ne? Tja, die holen sich hier ihre Feuchtigkeit. Ich hatte gestern schon ein bisschen Wasser nachgefüllt. Kleine Pfütze steht da unten noch drin. Muss ich mal so ein bisschen drauf achten, jetzt wenn es nicht regnet. Ne? Das ist schon ganz wichtig. Ja, mal gucken, wie sich das Moor dieses Jahr entwickeln wird. Das wird auf jeden Fall eine mega spannende Geschichte. So, die Klematis ist schon am Wachsen. Also bei manchen Sachen geht das jetzt ratzfatz, ne? Sobald es anfängt warm zu werden, stand übrigens den ganzen Winter draußen, hier im Topf tatsächlich. Die werden wir auf jeden Fall noch umpflanzen, die Tage auch. Denn die braucht einen größeren Topf definitiv. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal das neue Projekt, weil da bin ich sehr gespannt drauf. Und das machen wir hinten im Kartoffelbeet vom letzten Jahr, ne? Also wo letztes Jahr die Kartoffeln drin waren. Da werden wir es jetzt gleich angehen mit den Tomaten. Auf was für Ideen man manchmal kommt, ne? Aber ist so. Sonst haben die Tomaten das selber gemacht, aber letzten Winter war es halt nicht so dolle. Also jetzt nicht den, sondern den davor. Ne? Und von daher werden wir es jetzt einfach mal so machen, dass wir sie jetzt hier die Tomaten einfach reinstecken, so dass sie so eben mit Erde bedeckt sind. Allerdings nicht nur, sondern ich werde auch einen Teil der Tomaten, können natürlich nicht alle gebrauchen später, ne? Aber so als Test einfach, um zu gucken, wie sich das im Laufe des Jahres entwickelt. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, haben wir jetzt 3 oder 4, egal. So, 4 habe ich noch. Bei dem werde ich es jetzt so machen, dass ich sie einfach hier oben auflege, also nicht eingrabe, denn in der Regel ist es so, die fallen runter, Tomaten, bleiben liegen, ne? Und dann mal gucken, was sich dann da entwickelt. Ne? So, dann haben wir das schon mal gestartet und bin echt gespannt drauf. Das wäre schon cool, ne? Das Schöne ist vor allem, wenn sie draußen keimen und wachsen, wenn es da nicht schlagartig richtig kalt wird, sind sie ein bisschen abgehärteter, die Tomaten, definitiv. Also das haben wir letztes Jahr auch schon, nee, letztes Jahr, vorletztes Jahr mitgenommen. Das hat also wunderbar funktioniert und die waren super lecker. Die waren ja hier hinten im Beet drin, da. Das muss ich noch sauber machen.
Und da hatten wir super viele Tomaten mit Möhren, wohlgemerkt. Wir hatten Möhren ausgesät und da sind ganz viele Tomaten gewachsen. Einfach so. Tja. Und dementsprechend waren die super lecker. Und verschiedenste Sorten, also sich selbst dem Sinne, ja, wenn man sagen, entwickelte Sorten. Ne? Kein spezifische irgendwie, sondern halt selbst entwickelt. Lol. Okay. Hier hat man gestern den Löwenzahn rausgezogen. Hat wunderbar funktioniert. Und der Schnittlauch, der wächst jetzt richtig rasant. Also den kann man jetzt auch schon abzupfen und mampfen. So, die drei Beete sind soweit gesäubert. Außer das eine hier. Da steckt ja gestern noch der Frost drin. Muss ich nachher mal gucken, ob das dann so in Ordnung ist heute Nachmittag. Ja, und dann geht es hier dran. Erde raus, Mist rein, Erde drauf. Das wird eine ganz schöne Aktion. Zumindest bei den beiden hier. Also das und das. Da machen wir nichts, da waren ja Kartoffeln drin. Da brauchen wir dann nichts machen. Hier muss ich noch überlegen, wie ich vorgehe. Vielleicht mache ich auch eine andere Düngervariante mal wieder. Muss ich mal gucken. Da muss auf jeden Fall Mist rein im letzten Beet. Und hier auch. Denn die sind komplett ausgelutscht, die Beete in dem Sinne. Also die Erde. Da muss auf jeden Fall ordentlich was drunter. Hier werde ich es vielleicht dann doch anders handhaben. Dann werden wir dann sehen, wenn es soweit ist, würde ich sagen. So, okay. Wir sind jetzt wieder im Garten, ja, hier in unserem Zimmergarten im Dschungel. Und das ist kein Vergleich zu draußen. Das ist ein ganz einfacher Grund. Hier haben wir die klimatischen Bedingungen mehr oder weniger vorgegeben. Also brauchen keine Angst haben vor Temperaturschwankungen, vor Schlag, Regen, Hagel und hast du nicht gesehen. Von daher ist das hier in solch einem Raum natürlich wesentlich schöner, nicht nur zu arbeiten, weil es kaum Arbeit gibt, außer Gießen, Düngen, ne, und zwischendurch mal zurückschneiden. Und halt die Pflanzen beobachten, wenn es ihnen nicht so gut geht, dass man dementsprechend dann eingreift. Das ist aber, wie gesagt, viel entspannter als draußen. Definitiv und vor allen Dingen ganzjährig. Ne? Also nicht nur im Frühjahr, wenn es dann mal schönes Wetter ist, dass man Garten genießen kann, sondern hier tatsächlich tagtäglich. Und man kann den Pflanzen in Ruhe beim Wachsen zusehen, was auch wirklich viel, viel Spaß macht. Freude, vor allen Dingen Freude. Ja, da geht das Herz auf, wenn ein neues Blatt erscheint, so wie hier jetzt. Und da, und da, und da, und da, und da. Alles wächst. Wunderbar. Das ist so genial anzusehen. So, meine Lieben, weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen draußen wie drinnen. Ja, der Zimmergarten. Es ist definitiv auch ein Garten hier. Und das macht so viel Freude. Oh, ja, nicht nur die Vielfalt zu sehen, sondern eben auch die Erscheinungen zu genießen, der Vielfalt dementsprechend. Ne? Das ist schon richtig klasse. So, sollen wir noch mal kurz ein bisschen was gucken? Oder? Ich gucke gerade mal so selber. Oh, das sieht aber schön aus. Warte mal auf. Ich mache jetzt einfach mal ein kleines bisschen weiter, weil wir sind recht früh heute dran. Wir haben jetzt, glaube ich, um die 2 Uhr. Ich gucke gleich mal. Dann gucken wir noch so ein bisschen. Oh, ist das nicht herrlich anzusehen. Ein bisschen in die Runde. Oh, das ist so schön. Ich bin aber gespannt, wann die Alocasia Black Velvet hier mal tatsächlich Blüten entwickelt. Bisher kommen bei mir Blätter, ein Blatt nach dem anderen tatsächlich. Ah, das ist schon herrlich anzusehen. Wie wunderbar sie wachsen. Auch hier das neue Blatt von der Alocasia Sebrina. Wunderschön auch hier im Zusammenspiel mit der Avoroa Carambola und der Tamarinde. Ah, das macht so viel Freude. Die Tamarinde, solch ein herrlich leuchtendes Grün, auch hier tatsächlich in einer Schale, ne? Also nicht in einem Topf, sondern in einer Schale gepflanzt. So, dann gucken wir uns mal ganz kurz das Blatt nochmal an hier von der Monstera Deliciosa. Oh, die haben jetzt gerade so eine schöne Erscheinung. Ich weiß auch nicht, es gibt Tage, da habe ich das Gefühl, dass die Pflanzen, ja, glücklicher sind. Gibt es das wirklich? Also es ist schon schön anzusehen. Heute Morgen war übrigens Gießtag, also großer Gießtag und Leitungswassergießtag. Ne? Ab und zu machen wir das ja mal. Und wenn ich das mache, erzähle ich das auch, dass ihr das dann dementsprechend auch mitnehmen könnt. Ja, das ist schon mega cool. So, okay. Haben wir denn noch irgendwas? Ja, das ist alles Schöne. Ist so. Hier die Monstera Thai Constellation, das neue Blatt. Das schiebt sich auch heftig mächtig jetzt raus. Also am liebsten möchte ich ja alles noch einmal kurz zeigen. Aber kurz die Daten schon mal mitgenommen für heute, wie das aussieht. Damit ihr es also kontinuierlich auch mitnehmen könnt. Wie sich das... Oh, so entwickelt. Also am liebsten möchte ich jetzt mal einen großen Rundgang hier machen. Aber nee, dann wird der Film zu lang, es geht nicht. Ne? Aber werden wir die Tage auf jeden Fall nochmal machen. Ja, okay. Dann nehme ich jetzt irgendein Standbild hier, dass ich mal sagen kann, dass ich jetzt wirklich feiern. Ach, warte mal. Wir könnten hier eigentlich nochmal kurz die Banane angucken, würde ich sagen. Nein, die ist nicht hier, die Banane. Da bin ich. So, und drehen wir uns einmal im Kreise. Da ist sie. Ja. Mit ihrem neuen Blatt, was sie jetzt nach oben streckt.
Das ist schon kräftig mächtig, ne, muss ich sagen. So, okay, jetzt reicht's für heute, würde ich sagen. Würde ich sagen, was Bescheid ist. So. Okay, mir fällt auch gar nichts ein, aber ich möchte am liebsten hier einfach stehen bleiben mit euch und einfach weiter um die Gegend rumgucken, weil es einfach nur herrlich ist. So, heute Nachmittag geht's wieder nach draußen. Die Sonne genießen, solange sie da ist. Okay.